So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir sind im Februar 2020 angekommen, heißt die Transferperiode. Sie ist vorbei. Wir sind doch ein bisschen mehr auf dem Transfermarkt tätig geworden, als wir es in irgendeiner Art und Weise eigentlich vorhatten, uns vorgestellt hatten, als es wir uns vielleicht auch gewünscht haben für den einen oder anderen. Denn es gab einige Transfers. Vorneweg, ich kann leider, wie gesagt, immer noch nicht eure Kommentare lesen. Ich bin immer noch in der Vorproduktion. Bei mir ist es gerade immer noch Donnerstag, der 8.9. Bei euch ist, glaube ich, Samstag mittlerweile, wenn mich nicht alles täuscht. Dementsprechend, wie gesagt, sorry dafür. Ich hoffe, wie gesagt, dass das trotzdem alles für euch ganz cool war und dass das passt. Für alle, die die letzten Parts nicht gesehen haben, unbedingt auschecken. Wir werden es trotzdem nochmal kurz zusammenfassen. Alessandro Schöpf und Timo Werner insgesamt für über 75 Millionen verkauft. Den einen nach Ajax, den anderen in die Premier League. Dafür wiederum kräftig eingekauft. Und das waren, glaube ich, richtig geile Transfers. Einen Jonathan Tah von Atletico Madrid zurück in die Bundesliga geholt. Einen Julian Brandt von Leverkusen geholt. Und einen Yunus Mali von Leverkusen geholt. Also Mali, Brandt und Tah. Das die drei Neuzugänge, die wir uns soweit in Anführungszeichen besorgt haben und die, glaube ich, richtig gut sind. Heißt, wir haben uns wieder auf den Positionen verstärkt, wo wir Abgänge hatten, im LM und im ZOM. Da sind wir mittlerweile genauso gut aufgestellt. Ich glaube, Schöpf und Werner hatten auch beide eine 80. Also das passt perfekt. Das ergibt sich mehr oder weniger rein von den Stats, die man die das Gesamtrating betreffen. Und dann noch dazu ein geiler Innenverteidiger mit Tah, den wir unbedingt gebraucht haben. Jetzt haben wir Tah, Scheer, wir haben Rüdiger. Theoretisch natürlich auch noch hier einen Zulu, aber der spielt nicht mehr so die Rolle. Heißt, drei Innenverteidiger, Hoffmann, der es auch kann, aber der bei uns auf 6 spielt. Das passt und das ist auch so das einzige, die einzige kleine Schwachstelle, wenn man das nun so nennen kann, dass wir auf der 6 nur noch zwei richtig starke haben. Damit dahinter Franschitsch, ich meine 75 ist auch noch gut, Klotz mit einer 74 ist gut, Ober mit einer 73 ist gut. Heißt, da wird auch das ein oder andere Mal dann ein etwas jüngerer Spieler von Beginn an spielen in den ein oder anderen Matches. Ist sicherlich auch nicht schlecht. Alles in allem trotzdem, denke ich, haben wir uns im Vergleich zum Team davor ein Tickchen auf jeden Fall verstärkt, vor allem durch Tah und mit Brandt und mit Mali auf jeden Fall zwei gleichwertige Spieler geholt. Vielleicht sogar noch ein Tickchen erfahrener, ein Tickchen besser vielleicht dementsprechend für die Champions League. Das aber am Rande. Wenn es euch heute wieder gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Vielleicht schaffen wir die 1500 Likes. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Und wenn ihr euch noch FIFA 17 vorbestellen wollt, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun über den Link in der Videobeschreibung und würdet mich dabei unterstützen. Ich würde mich freuen. Und damit starten wir rein, Freunde, in die nächste Partie. Das Ganze auswärts zu Hause gegen Hoffenheim, die im gelben Trikot spielen. Das sieht aus. Vorerst mal nur mit einem Neuzugang, Tah, der erstmal spielen wird, sonst habe ich alles gelassen. Ich möchte jetzt nicht instant die neuen reinschmeißen. Sané, der im linken Mittelfeld heute von Beginn an wieder spielen darf. Rechts Gnabry, vorne der Mann, den wir gerade im Hintergrund sehen, nämlich Drimmitsch, auf den wir sehr gespannt sein können, der jetzt ein geiles Tor macht. Oh, sage ich nicht, mit Ansage. Das war nicht asynchron, sondern das war vorhergesagt. Und kleine Info auch dazu zur Asynchronität. Ich habe es im letzten Part schon angesprochen, meine alte Elgato, die ältere hier liegen. Ich werde die danach anschließen und hoffen, dass dann alles klappt. Nur gerade ist alles sehr, sehr stressig bei mir, dass ich die Videos noch fertig kriege. Hab da nicht allzu viel Zeit, dementsprechend mache ich das danach. Aber wir kriegen das hin. Die Parts, die ihr jetzt gesehen habt, sollten nicht... Die könnten minimal asynchron sein. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht genau, wo der Fehler liegt. Aber sollten nicht zu krass asynchron sein. Ich nehme jetzt immer ein Video auf. Lass das gleich verarbeiten von der Elgato. Dann ist es meistens nur um eine Sekunde asynchron. Und das passe ich dann ein bisschen im Video an. Eine halbe Sekunde vorher weg, eine halbe am Ende. Dann passt das einigermaßen. Aber danke da nochmal für euer Verständnis. Wie gesagt, es tut mir sehr leid, aber... Wenn ich es wüsste, dann wäre es schon lange weg. Ich habe keine Ahnung, wann es liegt. Und irgendwie gefühlt niemand auf der Welt, nicht mal der Hersteller selbst. Aber das am Rande. Wir gehen rein. In die Partie gegen Hoffenheim. Auch ein Spitzenspiel. Hoffenheim steht auch relativ weit oben, sogar auf 2, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Vielleicht gerade so ein bisschen untergegangen beim Intro vor lauter Top-Transfers, aber Hoffenheim steht auf 2. 4 Punkte hinter uns, heißt heute mit einem Sieg könnten wir uns da doch ein bisschen wegschießen von den Jungs und so ein bisschen da oben eine Alleinherrschaft anstreben, was die Tabellenführung angeht. Das ist das ganz große Ziel und ich denke, wir können das auf jeden Fall schaffen, wenn wir uns da zusammenreißen. Die Mannschaft ist super, wir haben super Qualität auf der Bank und da wollen wir heute, wie gesagt, die nächsten drei Punkte zu Hause hier in Darmstadt einfahren. Zuletzt gab es das 4-1 gegen Leverkusen, also auch gegen den direkten Tabellennachbarn mehr oder weniger oder zumindest einen Konkurrenten, wo wir auch überragend gespielt haben. Und dieses Selbstvertrauen, das müssen wir heute hier mitnehmen am Böllenfalltor gegen Hoffenheim in Gelb, im ungewohnten Gelb. Volland da hinten rechts, was ist denn das? Was ist denn da los? Da sind wir mal gespannt, ob das standardmäßig bleibt. Nee, jetzt agiert er, jetzt geht er wieder nach vorne. Ich dachte schon, da gibt es den zweiten Pep Guardiola, der positionstechnisch ein bisschen was ausprobiert hier. Aber dem ist nicht so. Gut gemacht von Tah. Schönes Ding. Heute ist sein erstes Spiel
von Beginn an für den guten Jonathan Tah. Mit dem, denke ich, haben wir auch wieder einen neuen Nationalspieler dazu gewonnen. Werden wir dann auch relativ bald, denke ich, erfahren, wenn wieder Quali-Spiele und Co. sind. Wer denn da genau jetzt alles mitreißt, wie viele Nationalspieler wir haben und so weiter und so fort. Valente. Hochgelegt, da ist Rudi, schiebt ein bisschen an, wieder Valente, was ist denn das hier? Fair auf Kadarabek, hat ein bisschen Platz, Grätsche geht ins Leere, Rudi hat auch ein bisschen Platz, Uth runtergelegt, Hoffmann spielt da stark, abseits, Tüton hätte ihn gehabt, Abseitsposition, 17. Minute, waren doch 1-2 Meter, alles soweit gut. Aber Hoffmann auf jeden Fall mit einer besseren Leistung in den ersten knapp 20 Minuten, als zuletzt Leverkusen, die sich sang- und klanglos da präsentiert haben, die untergegangen sind, mal wieder. Wie schon so oft gegen uns, also das ist wirklich unser Lieblingsgegner. So kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. 9 Tore in einer Saison gegen eine Mannschaft, das gibt es selten. Ein 5-0 und ein 4-1 und das auch noch gegen eine Mannschaft, die um die Meisterschaft gerne ein Wörtchen mitredet. Da ist Leroy Sané nochmal abgelegt, das war zu viel des Guten. Aber es gibt den Freistoß. Es gibt den Freistoß. Möglichkeit, Mali, der leider noch nicht aufgestellt ist, aber... Scheer, ihr habt gemeint, ich soll da vielleicht... ich glaube, Schöpf war es, den ich da jetzt schießen lassen sollen mal. Einen Linksfuß wäre gut. Ich glaube, ich nehme auch mal Sané. Komm, Sané, mach den. Leroy Sané, 18 Meter, Sané, überragend fast! An den Innenpfosten, da hat nicht viel gefehlt, dann klingelt's. Was eine Riesenchance, was ein genialer Freistoß von Leroy Sané. Das müssen wir uns merken. Also, den kannst du nicht viel genauer treten, der war am Ende leider nur zu genau. Wahnsinnsding! Wahnsinnsding von Leroy Sané. Unfassbar starker Freistoß. Das hätte er sich jetzt eigentlich verdient gehabt, dass der reingeht. Aber darüber dürfen wir nicht urteilen. Bleibt beim 0-0. Zuber. Hoffmann kommt über Uth. Zurückgelegt. Halbe Stunde fast vorbei hier. Come on. Macht Druck. Oh, wir kommen so ein bisschen besser rein. Ich glaube, der Freistoß, der wird uns da nochmal ein klein wenig pushen. Der Schuss von Volland, der geht doch ein Stück vorbei. 97% der Hoffmeimer Pässe sind angekommen. Das ist wieder so ein Wert, der für uns natürlich eher schlecht ist. Dadurch... dass wir eine Mannschaft sind, die viel auf gegnerische Fehler hofft und dann versucht, schnell umzuschalten, was so natürlich eher schwierig der Fall ist. Jetzt vielleicht mal durchgesteckt auf Drimmitsch. Guter Ball, Drimmitsch mit der Möglichkeit. Josip Drimmitsch macht den rein. 1-0, 31. Minute, gerade spreche ich es an. Jetzt machen wir es. Drimmitsch mit dem Tor. Der zweite Treffer im zweiten Spiel in der Rückrunde. Der Mann kommt wieder in absolute Topform. Super Laufweg, perfekt gespielt von Kimmich. Und Drimmitsch lässt dem Keeper keine Chance. 1-0. Das wäre damit das Knacken der 40-Punkte-Marke. Wir würden damit bei 41 Points nach 19 Spieltagen stehen, was ein super Wert wäre und würden, wie gesagt, damit auch Hoffenheim 7 Punkte hinter uns lassen. Das wäre überragend. Aber noch ist lange Zeit zu spielen. Die Hoffenheimer kommen über die Seite. Volland flankt in die Mitte. Da ist Valente. Ich habe keinen Elfmeter. Ich habe nämlich nichts gedrückt. Der lag da nur im Weg. Schlechter Ball. Da hätte man durchaus leicht viel mehr machen können. Da geht ein Stück vorbei von Zuba, 35. Minute. Hoffenheim, wie gesagt, durchaus brandgefährlich. Oh mein Gott, kommt das an das Ding? Ja, das kommt an das Ding, das kommt an. Gut, Kimmich. Schöner Ball. Gut gespielt. Drimmitsch versucht da mal durchzustoßen. Drimmitsch sieht da oben Sané. Oh, schade, der Ball kommt nicht an. Wenn der gekommen wäre, hätten wir ganz viel Platz. Leroy Sané geht vorbei am ersten. Sané. Leroy Sané! 2-0, der Mann zeigt halt, überragend gemacht. Den Freistoß hat er sich schon das Tor verdient. Jetzt nutzt er seine Chance. Und wie geil, am ersten vorbei, die Grätsche ins Leere. Und dann am zweiten vorbei und dann ist er drin. Überragend. 2-0 gegen Hoffenheim, Jungs. Wir sind in einer Verfassung, die ist krass. Also die ist echt krass. Es läuft wie am Schnürchen. Ihr wisst, wir hatten in der Hinrunde auch Spiele, wo es nicht so lief, eine Phase. Aber gerade klappt einfach gefühlt so ziemlich alles. Gnabry, nächster guter Ball, Hofmann. Wieder Serge Gnabry. Gnabry abgeschlossen, abgefälscht. Rudi hat den, kann den klären. Klärt er ihn auch? Ja, er haut ihn einfach mal nach vorne. Wir haben den wieder. Hoffenheim verunsichert. Hoffenheim eigentlich echt nicht schlecht gespielt in den ersten Minuten, aber dann lässt man halt so 2 Tore zu. Und das ist nicht unbedingt gut für Selbstvertrauen. Ganz klar, Leroy Fair macht es wieder nicht stark. Hofmann, gut gemacht. Schöner Ball, Seitenwechseln. Kimmich, das war nicht gut. Aber Tolian passt vorerst mal auf. Volland. Schön zugestellt. Immer noch Volland durchgesteckt. Rudi. Scheer läuft ins Leere. Rudi. Geht vorbei. Erste Minute der Nachspielzeit war am Laufen, die Chance ranzukommen. Wieder den Anschlusstreffer zu erzielen. So bleibt es erstmal beim 2-0. Mukhtar, schade. Und das dürfte es dann, denke ich, auch hier gewesen sein. Volland schiebt nochmal an.
Und dann ist wahrscheinlich jetzt Feierabend. Also, rein in die Pause. 2:0 die Führung gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Wir sind weiter auf einem guten Weg Richtung Titel. Bayern führt mit 2:1 gegen Braunschweig. Augsburg 1:0 gegen Mainz. Frankfurt Dortmund 1:1. Und der HSV mit einem 0:1 gegen S04. Das soweit also die anderen Spielstände in der Fußball-Bundesliga. Wechseln werden wir noch nicht großartig. Da belassen wir erstmal alles beim alten Sané und Rimmitsch, also mit den Toren. Das sieht sehr, 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 sehr ordentlich aus. Und das ist nicht gut. Also Hoffenheim, mal schauen. Jetzt ein drittes, dann ist es hier endgültig vorbei. Und dann werden wir auch mal die Neuzugänge so langsam einwechseln, glaube ich. Um die ein bisschen ranzuführen. Rimmitsch, gut gemacht. Mukhtar, überragender Ball. Bisschen zu lang. Sané, kriegt er den noch? Sané... Ja, so halb. Klärt ihn dann zum Einwurf. Gibt sogar den Einwurf. Ich dachte, den hat er noch erwischt. Und das macht er wieder stark. Sané, komm. Schade. Uth, Rudi. Steigt nochmal drauf. Da ist Kadarabek. Spielt ihn in die Mitte. Das haben wir ein bisschen geahnt. Deswegen haben wir ihn mit Kimmich. Hofmann, überragender Ball. Mukhtar, abgefälscht. Und geklärt von Kimsin. Ju oder irgendwie so. Ich habe es nicht ganz erkennen können. Nochmal Mukhtar. Schöner Ball. Hofmann, gut gespielt. Kimmich. Drimmitsch, kein Abseits, Drimmitsch, Kimmich, Abseits. Abgelegt, wollte ich sagen, Abseits ist draus geworden, schade. Vielleicht ein bisschen zu viel klein-klein, aber da sieht man, wie stark wir mittlerweile spielerisch agieren können. Gefällt mir richtig gut und Hoffenheim kann sich da hinten nicht so wirklich toll befreien. Fehler, Drimmitsch, Sané! Kostil holt den raus, schade, der hätte sich belohnen können mit seinem zweiten Türchen, der Leroy. Weiterhin 2:0, nächste Ecke, die in die Mitte segelt. Gefährlich, geklärt, Vorland, besser geklärt, ja, so halb, hoch und weit nach vorne, sollte er wieder kriegen. Klünter macht das nicht gut, den kann er nicht schön annehmen, den Ball. Jetzt müssen wir den Fehler da hinten ausbügeln, schaffen wir das? Das schaffen wir, gut gemacht von Jonathan Ta, der sich super da einfühlt, Rüdiger. Drimmitsch, schön gespielt auf Kimmich, gut nach unten, wieder Kimmich, wieder Drimmitsch, in die Mitte gelegt, Mukhtar. Kostil hat ihn. Oh, Jungs, spielerisch ist das super. Spielerisch ist das eine Topform, die wir haben, die wir so lange nicht hatten. Mali, komm mal rein. Links Brand, wir haben es angesprochen. Die zwei Neuzugänge begrüßt oder dürfen begrüßt werden hier in Darmstadt. Mal gucken, was die erreichen, was die schaffen, was die machen in dieser Partie. Vielleicht gibt es ja gleich für einen ein Premierentor. Das wäre überragend. Leroy Fair, Scheer macht's besser. Leroy Scheer sozusagen, Freunde. Überragend. Hofmann. Oh, das war nicht gut. Möglichkeit. Valente. Nach unten gelegt, gut von Tolian. Allerdings kommen wir da nicht in den Zweikampf. Vor Land! Tüton packt zu, Tüton holt den raus. 63. Minute, tief durchschnaufen. Alles soweit, wieder weiterhin gut. Brand jetzt drin und natürlich auch Mali für den guten Hani Mukhtar. Gut geklärt von Mali gleich mal. Stark im Kopfballduell, Strobel. Strobel, gut dazwischen, fast erobert. Zurückgelegt, pressen. Boah, fast gut gepresst. Rimmitsch macht stark. Sieht dann wieder Kimmich. Kimmich sieht unten Brand. Zeig mal was, Jung. Julian Brand. Ja, das sieht ordentlich aus. Kann man mal so machen. Reißt eine Lücke auf. Mali auch nochmal gut gespielt. Schön aber nach oben. Da ist Serge Gnabry. Gnabry braucht viel zu lang, bis er dann zum Abschluss kommt. Leider Gottes. Aber trotzdem eine schöne Aktion. Gelbe Karte dann nochmal oben drauf. Soll uns aber nicht weiter stören, nicht weiter interessieren. Gibt den Abstoß für Kostül. 20 Minuten. Hoffenheim findet nicht statt. In der ersten Halbzeit nicht so wirklich, hat ein paar gute Aktionen, aber auch nicht so krass. Und im zweiten Durchgang gar nicht mehr. Also da kommt nichts. Unter anderem, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, Riedewald, den man da am Start hat. Ein super Innenverteidiger-Talent in FIFA 16, auch dann in FIFA 17. Da gab es ja neulich das Video, was ich hochgeladen habe mit den Top-Talenten. Könnt ihr euch gerne anschauen. Aber das bringt alles irgendwie nichts. Scher mit dem Handspiel eigentlich. Super! Ja, das war dann doch schon ein bisschen besser. Gute Möglichkeit da zum Anschlusstreffer. Und ihr seht's, Hoffenheim steht jetzt sehr weit vorne, versucht zu pressen. Wechselt nochmal. Und wir brauchen am besten hier ein Tor, dann ist alles vorbei. Drimmitsch. Gut gespielt, überragend sogar gespielt. Hoffmann, das ist kein Abseits. Chance ist da für Yunus Mali. Er macht ihn. 3:0, der Neuzugang. Er macht das Tor. Yunus Mali. Erstes Spiel, erster Treffer, überragend gespielt da. Yunus Mali, der sich nicht im Abseits auffällt. Die Hoffenheimer Viererkette, das sieht nicht wie eine Viererkette aus. Und das ist unhaltbar für Kostül. 3:0. Ein deutliches Zeichen, ein weiteres Mal an die Konkurrenz, an die Fußball-Bundesliga. Und es ist noch nicht vorbei. Es ist ja noch nicht amtlich. Vielleicht kriegen wir noch eins hin mit Brandt. Das würde mich freuen, wenn auch der in seinem ersten Match treffen würde. Mali, der dafür arbeitet, ackert, sich den Ball da fast holt. Und dann gibt es den Einwurf. Sprich, er holt ihn sich. Gut gemacht. Kimmich. Nee, Hofmann. Da ist Kimmich. Der Ball nach vorne auf Drimmitsch. Ah, muss ich nochmal abwarten, ne? Drimmitsch. Jetzt der Ball nach vorne auf Brandt.
Kann sich nicht durchsetzen, ne? Brandt kriegt ihn nochmal. Brandt vorgelegt. Möglichkeit ist da. Hofmann! Knapp vorbei. 81. Chance zum 4-0. Wir gehen rein. Wir wechseln. Vorne kommt nochmal ein Dausch rein. Letzter verbleibender Wechsel, den wir damit hoch. Den wir damit ausführen. Und damit gehen wir rein in die letzten knapp 10 Minuten dieser Partie. Es sieht sehr, sehr gut aus, Jungs. 4-1 gegen Leverkusen, 3-0 gegen Hoffenheim. Spielerisch echt top. Aber wie gesagt, das ist mittlerweile unser Ziel. Das ist mittlerweile das, was wir hier erreichen wollen. Das ist kein Foul. Brandt mit der Chance. Brandt legt den nochmal ab und dann steht es 4-0. Brandt uneigennützig. 10-6 Schüsse. Wir haben 4 reingemacht, Hoffenheim keine. Das ist der Unterschied. Ganz, ganz stark. Gnabry mit dem Türchen. Es läuft wie am Schnürchen. So scheiße, wie es am Anfang nicht der Karriere, sondern der Saison lief. So krass gut läuft es jetzt. Absolut unglaublich. Rüdiger ist bei uns. Kadarabic. Nach vorne gelegt, Körper reinstellen. Stark gemacht von Kimmich. Top. Einfach nur top. Auch da kriegen wir den nochmal Toljan. Schöner Ball. Mali auf Brandt. Brandt zieht in die Mitte. Die zwei verstehen sich wieder. Mali durchgesteckt. Ball kommt leider nicht an. Oh, da ist mehr drin gewesen. Kimmich lässt den Ball wegspringen. Das war nicht so gut, aber egal. Kriegen wir nochmal den Freistoß. Und dann ist es hier gleich vorbei. Versuchen schnell zu spielen. Klappt das noch irgendwie? Macht er den Fehler? Nee, macht er nicht. Kostül. Kim Jin-Soo. Da ist der Fehler. Draufschieben. Da ist der Fehler. Gnabry. Rübergelegt. Mali. Ist das ein Elfmeter? Das ist einer. Das ist ein Elfmeter. Oder ist es ein Freistoß? Es ist scheinbar nur ein Freistoß. Und den darf jetzt mal Mali schießen. Wobei Sané, nee, Sané ist ja nicht mehr mit dabei. Den darf jetzt Mali schießen. Komm, Mali macht den. Mali macht den. Mali macht den. Mali macht den. Mali macht den nicht. Kostül ist da. Aber was ein geiler Freistoß. Also damit haben wir mit Mali auch einen, der das durchaus kann. Julian Brandt nochmal. Brandt. Kommt da fast durch. Kim Jin-Soo. Und dann dürfte es das gewesen sein. Nochmal nach hinten gelegt. Strobel nach außen gespielt. Dritte Minute der Nachspielzeit ist vorbei. Und damit ist es... Wann? Immer noch nicht amtlich. Damit ist es... Jetzt amtlich, 3-0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Ein schöner Sieg, den wir einfahren, ein überragender Sieg mit einigen Chancen, die wir hatten. Und damit sind wir, wie gesagt, weiterhin in einer unfassbaren Topform, die besser nicht sein kann. Die Bayern ebenfalls mit einem 4-1, auch 4 Tore erzielt. Schalke gewinnt gegen Hamburg, Frankfurt, Dortmund nur 2-2 und der FCA gewinnt gegen Mainz mit 2-1. Das war die anderen Ergebnisse und ihr seht's, Wolfsburg kann nachziehen, dann werden wir trotzdem noch 5 Punkte vorm Tabellenzweiten, was richtig, richtig stark wäre. Ich trainiere, glaube ich, weiterhin die, oder? Ich glaube, die wir geholt haben, die sind schon so gut vom Rating, die brauchen wir nicht trainieren. Führen wir mal lieber Benitez, Horn, Orban, Wittek und Klotz weiterhin ein bisschen ran. Wobei natürlich ein Klotz nicht mehr großartig an irgendwas rangeführt werden muss. Der Mann ist auch mittlerweile schon eine Legende. Wir gehen nochmal ein paar Tage voran und dann würde ich sagen, war es das schon für heute. Das nächste Topspiel jetzt gegen Wolfsburg. Wir spielen gegen einen Top, gegen einen direkten Tabellennachbarn nach dem anderen. Der absolute Wahnsinn. Das interessiert uns alles nicht. Und damit, wie gesagt, denke ich, war es das für heute. Ich zeige euch nochmal die Tabelle, da haben wir sie. Wolfsburg hat nicht mal gewonnen, hat nur unentschieden gespielt. 4 Punkte Vorsprung aktuell auf Hoffenheim, allerdings haben wir ein Spiel mehr, können das wieder auf 7 ausbauen. Ganze 6 auf Wolfsburg, Leverkusen und ganze, was haben wir da, 7 mittlerweile auf Wolfsburg. Das sieht sehr gut aus. Könnten 10 Punkte Vorsprung auf Wolfsburg werden, wenn wir den nächsten Sieg einfahren. Unser erstes Auswärtsspiel, glaube ich, in dieser Saison, in diesem Jahr. Im Jahr 2020. Bin ich mal gespannt. Wir sind in Topform. Da kann nicht viel passieren, hoffe ich. Nichtsdestotrotz unfassbar schwieriges Spiel und Wolfsburg wird da alles für geben, um die Meisterschaft wieder spannender zu gestalten. Und ja, in dem Sinn bin ich sehr gespannt. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr mehr ist, dann neu lassen. Abo da und verpasst nichts. Checkt die Links in der Videobeschreibung. Ich bin erstmal raus. Habt einen wunderschönen Tag, Jungs. Macht's gut. Wir sehen uns. Bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.